Du bist doch ganz offensichtlich ein Mathematik-Genie, oder? Statistisch gesehen, ja. Eben, und gerade als Mathematik-Genie, als Rechenkönig, kann das für dich doch kein Problem sein mit den Frauen. Das verstehe ich nicht. Also, unter uns Männern, ich finde, du kannst Frauen, ja, Frauen sind total berechenbar. Gibt's eine Rechnung? Du kannst die Frau ausrechnen. Sieht denn das? Pass auf. Okay. Stell dir vor, du triffst dich mit deiner Frau. Wenn sie auftaucht. Ja, wenn sie auftaucht. Also, ihr trefft euch und dann schaust du dir einfach an, wie viel gezeichnet ist. Und an dieser Zeichnung, Julius, kannst du ein bisschen ausrechnen, ob da was geht. Das geht. Naja, ob da was geht. Sehr gut. Nein, nein, nein. Das sagt man so, ob man sich zum Beispiel am Ende des Dates küsst. Küssen? Ja. So richtig küssen? So richtig küssen. Hast du schon mal geküsst? Ich? Ja. Ich hab noch nie geküsst. Dann wollen wir das vielleicht bald nachholen. Wie denn? Naja, hast du das verstanden, wie man Frauen ausrechnen kann? Ich denke schon. Du sagst, statistisch gesehen steht die Tiefe des Ausschnitts in Relation zur Wahrscheinlichkeit, dass die Frau gerne das hätte. Was hätte? Was kommt da hin? Sex? Ist es korrekt? Ist komplizierter ausgedrückt, aber ich glaube, du hast es verstanden. Solche Sachen kannst du im Kopf ausrechnen? Natürlich, ganz leicht. Okay, dann möchte ich etwas ausprobieren für unser Publikum. Ich stelle dir deine Rechenaufgabe. Ja. Du rechnest sie für unsere Zuschauer im Kopf aus. Geht das? Natürlich, ganz leicht. Okay, so, konzentriere dich. Muss ich gar nicht. Geht schon. Gut, ach, das ist schön. 27.260 minus 636 mal 8 dividiert durch 3. 218.593. Was? 218.593. Was ist das Endergebnis? Das korrekte. Na gut, das kann ich wieder behaupten. Kontrollier's doch. Ich habe jetzt weder ein Handy noch ein Taschenrechner mit dabei. Pass auf, ich glaube es dir einfach. Aber ich werde es trotzdem nachrechnen. Wie war das Endergebnis? 218.593. Marine, was ist los? Die hat sich selbst nicht, wird auch gesagt. Ich weiß nicht. Geht's dir gut? Hallo? Komm, sag uns nochmal das Endergebnis. 218.593. Das ist auch Zahl der Erotik. Was? Zahl der Erotik. Wie kommst du auf den Blödsinn? Seit 2011.